eindrucksvoll. Ja, ich auch. Richtig aufregend. Der Winter stirbt endlich und der Frühling erwacht. Ich spüre es schon in mir, das Erwachen des Frühlings. Ich habe gar nicht gewusst, dass man sich so küsst. Haben Sie das gewusst? Dass die Zunge dabei hin und her geht? Ich stelle hier die Fragen und nicht du. Los, mach weiter. Amarcord heißt im Dialekt von Rimini, ich erinnere mich. Ecco, morgen können Sie Federico Fellinis Jugenderinnerungen sehen. Nicht so weit raus, zwischen die Zähne. So? Vielleicht hast du es geschafft. Ja, so ist gut. Emar. Emar. Schert dir deinen Platz zum Kuckuck! In diesem Hause wird man ja verrückt! Ja, verrückt! Ich werde hier noch wahnsinnig! Amarcord. Morgen, 20.15 Uhr, FS2. Was suchst du denn? Über das westliche Ruhrgebiet ist Smog-Alarm der Höchststufe 3 verhängt worden. Es herrscht generell Fahrverbot für private Kraftfahrzeuge. Zahlreiche Firmen mussten ihre Produktionsstätten stilllegen. Schuld an der hohen Schadstoffkonzentration trägt die herrschende Wetterlage. Kalte Luft am Boden und warme in höheren Schichten, verbunden mit Windstille, verhindern einen Luftaustausch. In der stehenden Luftmasse erhöht sich der Anteil der Abgase ständig. Der Smog dürfte noch einige Tage andauern. Bei einer Explosion in einer Raffinerie bei Köln sind 26 Personen verletzt worden. Die Explosion löste einen Großbrand aus. Durch die Druckwelle wurden die Dächer der umliegenden Häuser abgedeckt. Eine nahegelegene Autobahn musste kurzfristig gesperrt werden. Die Ursache der Explosion ist noch nicht geklärt.